Hallo und herzlich willkommen zu Aloha. Anders leben ohne Angst. Deinem Podcast für mehr Mut und Zuversicht. Mein Name ist Margrit Hanunkur und ich bin psychologische Beraterin in Wien. Wie geht es dir in diesem neuen Jahr? Hast du dir Vorsätze gemacht? Hast du schon damit begonnen, sie umzusetzen oder hast du sie vielleicht schon wieder verworfen? Jetzt sind es genau 21 Tage, die wir bereits im Jahr 2023 verbracht haben. Und 21 Tage sind eine ganz besondere Zahl, wenn es um Vorsätze bzw. neue Routinen geht. Denn unser Gehirn braucht zumindest 21 Tage, um etwas Neues als Gewohnheit zu etablieren. Also wenn du noch dabei bist, dann besteht eine gute Chance, dass du auch weiterhin dran bleibst. Aber die ersten 3 Wochen sind nicht nur neurowissenschaftlich interessant, sondern die ersten Wochen eines neuen Jahres können auch durchaus herausfordernd sein. Alles auf Neubeginn stellen bedeutet ja auch, alles irgendwie neu auf eine andere Art und Weise zu machen oder mit bestimmten Erwartungen an sich selbst zu starten. Das allein kann schon einen gewissen Druck ausüben, der uns müde macht, und dann bleibt von der Neujahrseuphorie nicht allzu viel übrig, wenn sie denn überhaupt da war. In meiner letzten Umfrage auf meinem Instagram-Kanal haben 88% aller Teilnehmer bestätigt, dass sie sich in diesen ersten Wochen eher energielos, antriebslos und auch dünnhäutig fühlen. Und auch ich spüre, dass es gerade eine mental fordernde Zeit ist. Und das kann durchaus auch etwas mit dem Jahreswechsel zu tun haben. Egal, ob wir diesen jetzt groß zelebrieren oder nicht. Es kann eben diese Erwartungshaltung an uns und das neue Jahr einen gewissen Druck bzw. auch Zweifel aufbauen, die uns gleich einmal einiges an Energie kosten. Ein weiterer Faktor, der sicherlich auch mitspielt, ist der gleichzeitige Abschied, der mit dem neuen Jahr ganz selbstverständlich einhergeht. Vielleicht hast du ja im letzten Jahr Erlebnisse oder Erfahrungen gemacht, die du noch nicht in die Vergangenheit entlassen möchtest. Also solltest du auch gerade eine gewisse, ja, sagen wir mal, Neujahrserschöpfung fühlen, sei dir sicher, du bist nicht alleine. Das ist vermutlich kein unbedingter Trost oder es lindert nicht deinen Gemütszustand. Aber wenn wir gemeinsam etwas wahrnehmen und fühlen und das dann auch gemeinsam verändern, kommt dadurch schon eine stärkende Energie zustande. Und deshalb möchte ich dich heute einladen und dir eine ganz besondere Übung mitgeben, die dir helfen kann, deine Ziele für das Jahr 2023 so zu visualisieren, dass sie dich nicht schon vorab stressen, sondern dass du dich vielmehr schon jetzt mit dem guten Gefühl verbinden kannst, das du hast oder das du dir wünschst, wenn deine Wünsche in Erfüllung gehen. Diese Übung soll dir helfen, deine Schwingung deinen Wünschen anzupassen. Das bedeutet, du überlegst nicht nur, was du dir wirklich wünschst, sondern du verbindest dich auch gleich mit dem Gefühl, das du haben wirst, wenn deine Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Vermutlich haben viele von euch schon davon gehört. Vielleicht hast du auch schon selbst einmal eines gemacht. Heute möchte ich dich einladen, dein ganz persönliches Vision Board für 2023 zu erstellen. Falls du nicht so genau weißt, was jetzt ein Vision Board ist, ein paar Worte dazu. Ein Vision Board ist eine Methode, um deine Wünsche und Träume sichtbar zu machen. Wie du dein Vision Board gestaltest, ist ganz deiner eigenen Kreativität überlassen. Du entscheidest, wie groß, wie klein, wie bunt und ob es analog oder digital sein soll. Das hängt auch ein bisschen davon ab, was dir angenehmer ist und womit du am besten in Resonanz gehst.
Auf alle Fälle ist es eine wunderbare Methode, sich auf kreative Art und Weise mit den eigenen Zielen zu beschäftigen. Nimm dir dafür gerne Zeit und ergänze dein Vision Board auch immer wieder. Das ist auch immer ein ganz wichtiger Aspekt. Dein Vision Board darf sich verändern. Es darf wachsen. Auch das nimmt schon eine Menge Druck, wenn du weißt, dass auch das ein Prozess ist, der flexibel sein darf. Also denke immer daran, jeder Plan, den du machst, der darf und kann adaptiert werden. So auch dein Vision Board. Flexibilität ist hier das Zauberwort, wenn es darum geht, die eigenen Ziele zu erreichen. Denn manchmal erkennst du erst am Weg, dass es eine Abzweigung gibt, die dich vielleicht interessiert und die dich auch weiterbringt. Um mit deinem Vision Board zu starten, schreibe dir in einem ersten Schritt mal alle deine Ziele und Träume und all das, das du gerne in diesem Jahr machen möchtest bzw. erreichen möchtest, auf. Sei hier so konkret wie möglich. Hier ist es immer besser, mehr als zu wenig aufzuschreiben, denn je größer deine Visionen, umso größer auch die Chance, einiges davon umzusetzen. Dann überlege dir in einem weiteren Schritt, wie du dein Board gestalten möchtest. Suche dir dazu eine Unterlage aus. Wenn du dich für ein analoges, also eines, das du tatsächlich anfertigst und aufstellen kannst oder aufhängen kannst, aus. Vielleicht machst du es auf einem Papier oder auf einem Holz oder auf einer Leinwand. Da ist wirklich alles erlaubt. Du kannst dein Jahresvision Board auch zeitlich in verschiedene Monate einteilen. Dann siehst du gleich, wann du was machen bzw. erreichen möchtest. Es macht durchaus Sinn, sich da auch ein bisschen einen zeitlichen Rahmen zu setzen. Ja, und auch bei der Gestaltung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Schau, was am besten deinen Wünschen und auch deinen Gefühlen entspricht und was es am besten visuell widerspiegelt. Du kannst dir Bilder raussuchen, Fotos, Sprüche, du kannst selbst malen oder illustrieren. Du kannst alles aufkleben oder dranheften, damit du es immer wieder umgestalten und erweitern kannst. Hab aber auch keine Scheu, auch mal etwas zu überkleben. Vertraue da wirklich deinem Gefühl. Wie gesagt, kannst du dein Vision Board auch digital erstellen. Dazu gibt es auch schon einige tolle Tools, die du online finden kannst. Zum Beispiel hat ein Freund von mir eine App namens Happily Perfect kreiert. Da kannst du dir auch dein ganz persönliches Vision Board digital erstellen. Und das wird dir dann auch noch zu einem Film zusammengeschnitten, wenn du das möchtest. In unserem Workbook Wunschträumen, in dem ich auch ein Kapitel geschrieben habe, gibt es ebenso eine Anleitung, wie du dein Vision Board gestalten kannst. Das Workbook findest du übrigens in meinem Aloha Webshop. Ich verlinke euch natürlich die App und auch das Workbook in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Es gibt, wie gesagt, die unterschiedlichsten Varianten. Vertraue darauf, dass du die für dich passende Methode findest und vielleicht passt dir dieses Wochenende als Start und du nützt die nächsten 21 Tage dieses Jahres für die Gestaltung deines ganz persönlichen Vision Boards für das Jahr 2023. Ganz wichtig dabei, lass es entstehen. Nimm den Druck raus und verbinde dich lieber so oft wie möglich mit dem Gefühl, das du haben möchtest, wenn du das Leben führst, das du dir wirklich für dich wünschst. Und du wirst sehen, jedes Mal, wenn du dann dein Vision Board betrachtest, dich damit beschäftigst, wirst du ganz selbstverständlich in dieses Gefühl kommen. Und du weißt ja, dort, wo wir unseren Fokus hinlegen, dort fließt auch unsere Energie hin. Also, richte den Fokus bewusst immer wieder auf das, das dich stärkt, um in die Energie zu kommen, die du dir für dich wünschst. Und wenn du möchtest, dann komm gerne mit deinem Vision Board zu mir. Lass dich bei den ersten Schritten hin zur Realisierung deiner Wünsche und Visionen begleiten.
Oftmals braucht es nur ein paar Schrauben zu drehen, manchmal bedarf es eines Deep Dives und manchmal ist es einfach gut, einen sicheren Ort zu haben, an dem du ausdrücken darfst, an dem du fühlen darfst, an dem du dir Zeit nehmen kannst und darfst, um wieder in deine eigene Kraft und Energie zu kommen. Ich freue mich auf dich. So, und jetzt noch ein Aufruf in eigener Sache, quasi meine Vision von oder eine meiner Visionen von 2023. Es gibt heuer zum dritten Mal den Ö3 Podcast Award. Und wie heißt es so schön? Aller guten Dinge sind drei. Und so feiert auch mein Aloha Podcast dieses Jahr seinen dritten Geburtstag. Ich kann es kaum glauben. Und du kannst bis Anfang Februar auf der Ö3 Webseite deinen Lieblingspodcast nominieren. Ich freue mich wirklich über jede Nominierung und vielleicht schafft es ja Aloha Anders Leben ohne Angst diesmal unter die Top 20 Podcasts aus Österreich. Mich wird das riesig freuen, denn je mehr Menschen ich mit Aloha ermutigen kann, für sich loszugehen, desto mehr glückliche und zufriedene Menschen gibt es. Und das ist eine meiner größten Visionen, Menschen zu ermutigen, wieder an sich selbst und die eigenen Fähigkeiten zu glauben. Den Link, um deinen Lieblingspodcast zu nominieren, gibt es in den Shownotes auch dieser Podcast-Folge. Ansonsten findest du wie immer jede Menge Inspirationen für ein glückliches und zufriedenes Leben auch auf meinem Instagram-Account @magrithanonkurcoaching. Alle Infos zu mir, zu meiner Arbeit und auch zu meinem Webshop gibt es unter www.hanonkur-coaching.com. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören, wenn es heißt Aloha, anders leben ohne Angst. Alles Liebe, deine Margrit.